Dieser Podcast ist was extrem Besonderes, denn wir sind gerade in einer der teuersten Suiten, die man sich in einem Hotel in Regensburg buchen kann. Und ich habe mir heute, nach ungefähr 12 Jahren, die ich jetzt in Regensburg wohne, diesen Traum erfüllt. Kurze Geschichte, warum erzähle ich sie dir? Ich bin vor 12 Jahren nach Regensburg gezogen, damals ursprünglich mit dem Gedanken, halt hier zu studieren. Und ja, was daraus wurde, glaube ich, ist mittlerweile klar. Und das Ding ist, ich habe ganz am Anfang eine Stadtführung mitgemacht und da sind wir da durch Regensburg marschiert. Und dann hieß es, ja, da, das hier ist das Goliath Hotel und da sind nur die Schönen und Reichen und da gibt es eine Dachterrasse quasi. wo du über die Dächer von Regensburg schauen kannst, aber so nach dem Motto, das ist eh so teuer, das kann sich keiner leisten. Und ich habe mir halt immer, wenn ich vorbeigegangen bin, dann hier gedacht, ja, irgendwann eines Tages, auch wenn es voll sinnlos ist, weil ich wohne halt in Regensburg, will ich das noch machen. Und da wir jetzt beschlossen haben, nach Hamburg zu ziehen, Ende des Jahres, war jetzt der richtige Zeitpunkt, dass wir uns, wo wir es uns auch endlich mal leisten können, diesem Hotel hier in Regensburg die Suite holen, wo wir jetzt auch gerade sind. Und die Suite ist genauso groß wie? Die ist tatsächlich genauso groß wie meine allererste Wohnung in Regensburg. Ich habe ein bisschen lachen müssen, als ich reingekommen bin, weil es auch wirklich ähnlich geschnitten ist. Ihr müsst euch vorstellen, ich weiß nicht, ob man sich das jetzt hier vorstellen kann, nee. Aber da ist der Eingang, da geht's ins Bad. Bei mir war das quasi spiegelverkehrt, aber es ist echt super ähnlich geschnitten. Dann ist hier so ein kleines Schlafkämmerchen, auch mit einem Fenster, eigentlich echt schick. Dann gibt es hier einmal so eine kleine Ankleide mehr oder weniger. Das war in meiner alten Wohnung dann die Küche. So das war auch die Kochnische. Wirklich ja. Von der Größe her. Da war dann auch so eine Dachschräge. Da hast du dir ständig den Kopf angehauen, wenn wir bei mir waren jo. Und da gekocht haben und nur geflucht. Also eigentlich konnte da quasi nur ich kochen. In der Küche stand in meiner alten Wohnung dann auch ein Trockner. Was für meine damaligen Verhältnisse ehrlich gesagt irre war, weil ich hatte einen Trockner als Studentin. Das hatte, ohne Schmarrn, ich glaube niemand, den ich kannte, hatte einen Trockner. Also das war echt... Next Level. Naja, und dann das Wohnzimmer, das ist wirklich extrem ähnlich geschnitten. Da ist man auch hier auf der Couch gesessen und dann gegenüber praktisch, da ist jetzt ein Spiegel, da war der Fernseher. Man konnte dann auch so ein bisschen noch die Couch aufbauen, auch so zur Liegefläche machen, dass man halt ein bisschen mehr Platz hat. Da ist hier nur so ein Sitzding. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe wirklich lachen müssen, weil ich echt kurz dachte, ich stehe in meiner Studentenwohnung. Und der Witz ist, naja. dass du in der alten Wohnung im Monat so viel Miete bezahlt hast, wie hier eine Nacht kostet. Ja, fast. Fast, was hast du? 450 Euro warm. Ja, ist hier auch fast. Ja. So, und es ist warm, weil wir sind jetzt im Sommer. Und das Geile ist, von hier aus, man sieht den Dom, man hat einen richtig geilen Ausblick. Aber lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mir jetzt nach 12 Jahren endlich den Traum erfüllt. Und das Geile ist, wir teilen das Ganze mit dir, mit euch, damit ihr das seht. Aber jetzt lasse ich meine wunderbare Frau mal den Podcast einleiten. Ja, tatsächlich gibt es eine Sache, über die ich gerne reden würde. Und zwar hat mich eine Freundin diese Woche erst gefragt, wie das eigentlich sein kann, dass Closer so unverschämt viel Geld verdienen. Und ich fand das eine berechtigte Frage. Ja. Ich habe die auch schon öfter mal gestellt bekommen. Und ich habe mir dann so ein bisschen überlegt, wie ich sie beantworten würde. Mich würde jetzt aber wirklich mal interessieren, was du da einfach dazu sagen würdest. Vielleicht auch so für die Zukunft, wenn mir die Frage nochmal gestellt wird. Ich finde, dass ich sie gut beantwortet habe, aber... Was würdest denn du sagen? Warum zum Teufel ist es möglich, als Closer so wirklich, es ist ja teilweise wirklich unverschämt viel Geld. Ja, ist schon, also, ist schon viel. Ja. Was ich jetzt auch so bei unseren Closern mitbekomme, ja. Auch bei denen, die die Ausbildung absolvieren. Lohnt sich schon. Also ganz ehrlich. Ja, also ich habe das ja in der letzten Folge schon angesprochen, der einzige Grund, warum du als Closer so viel Geld verdienst, ist, weil du an der Quelle sitzt, wo der Wert entsteht. Mhm. Aber... Und jetzt kommt das ganz, ganz große Aber. Ich habe, heute ist Freitag, ich hatte gestern Abend Live-Call mit meinen Kunden und da haben wir über das Thema gesprochen, warum man sich kein eigenes Business aufbauen sollte, sondern lieber als Closer starten sollte. Also was der riesengroße Unterschied ist. Weil wenn man jetzt hört, zum Beispiel in der Coaching-Bubble oder auch quasi bei den Agenturen ist es ja oft so, die sagen dann, boah, ich habe 100.000 Euro Monatsumsatz gemacht oder 250.000 Euro Monatsumsatz mit meinem Business und bla. Wo ja eigentlich bei so einem klassischen Coaching- oder Agenturbusiness erstmal rein, wenn man so zum ersten Mal drauf schaut, gar nicht so viele Kosten eigentlich dabei sind. Ja, das stimmt. Da war ich ehrlich gesagt auch ein bisschen erschrocken, als wir das mal durchgerechnet genau. haben, wie unfassbar sich das eigentlich läppert. Weil ich dachte halt auch immer, naja, als Coach, was brauchst du? Du brauchst einen Laptop. Rein theoretisch brauchst du einen Laptop und ein Handy, genauso wie ein Closer. Genau. Und dann kommt aber doch noch ganz schön das Stecken viel dazu, ne? Ja, und das Problem ist, und ich sage jetzt auch, was dazu kommt, weil das Ding ist, wenn du als Coach ganz normal startest,
dann ist es ja so, du gewinnst, sagen wir mal, deine ersten 5 bis, sagen wir mal, du gewinnst deine ersten 10 Kunden. Mhm. Okay? So als Beispiel. Meinetwegen ohne Werbeausgaben. Und jeder Kunde zahlt dir 5.000 Euro. Zum Beispiel. Ja. Dann hast du 10 mal 5, 50.000 Euro. Netto. So. Das klingt erstmal gut, ne? Richtig. Wenn du zum Beispiel ein Fitnesscoach bist, jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, so, dann hast du 50.000 Euro netto Gewinn erstmal. So, davon Hälfte Steuern, bla, sparen wir uns jetzt mal. Aber sagen wir mal, du hast dann 50.000 Euro Gewinn. Mhm. So, das Ding ist jetzt aber, diese 50.000 Euro fühlen sich im ersten Moment zwar geil an, weil es relativ schnell kam, meinetwegen nach 2-3 Monaten. Mhm. Das Problem ist jetzt aber folgendes. Du kannst vielleicht 10 Kunden alleine betreuen, aber irgendwann, spätestens so ab 10, 15, 20.000 Euro Monatsumsatz, brauchst du ja den ersten Mitarbeiter oder die erste Mitarbeiterin, die sich um die Buchhaltung kümmert, um die Steuern, um die Kommunikation mit dem Steuerberater zum Beispiel. So, neuer Mitarbeiter kostet Vollkostenrechnung mal mindestens 3.000 Euro im Monat. So. Ja, dann verdient der aber nicht viel, ne? Ja, dann bleiben dem netto vielleicht 1,8 bis 2.000 Euro, den Mitarbeiter, den du einstellst. Mhm. Find mal einen, der für so ein Geld bereit ist, für eine Ein-Mann-Klitsche zu arbeiten. Aber sei jetzt mal dahingestellt. So, dann irgendwann stellst du fest, okay, ich will aber mehr Geld verdienen, dann musst du anfangen, in Werbung zu investieren. Und Werbung ist fucking teuer, okay? Du kannst mal rechnen, dass du mit weniger als 5.000 Euro pro Monat, die du an Werbebudget hast, überhaupt nicht anfangen brauchst. Dann kannst du es gleich lassen. So, das heißt, da kommt die Skalierung ins Spiel. Dann hast du schon mal plötzlich monatliche Kosten von 5.000 Euro Werbung, 3.000 Euro den Mitarbeiter, bist schon bei 8.000 Euro. Mhm. Und dann stellt sich jetzt die Frage, kannst du denn selber Facebook-Werbeanzeigen schalten? Weißt du, wie das technisch geht? Ja, schwierig. Die meisten mit Sicherheit nicht. Ne? So, das heißt, du brauchst dafür auch wieder eine Agentur. Dann brauchst du eine Agentur. Die kosten mal mindestens 2.000 Euro im Monat. Dann hast du aber keine gute Agentur. Dann hast du halt einen, der sich mal irgendwo so einen Agenturkurs gekauft hat und ungefähr weiß, wie man Facebook Business Manager bedient. Dann bist du schon bei 10.000 Euro, die du laufende Fixkosten jeden einzelnen Monat in Cash auftreiben musst. 10.000 Euro. Hattest du schon jetzt schon mal 10.000 Euro Fixkosten im Monat? Ey, ich würde ausflippen, ich würde ohnmächtig werden. So, ohne Schmarrn, ich hätte jeden Tag eine Panikattacke. Und dann hast du aber nur einen Mitarbeiter. Ja. So. Dann ja, du machst ja immer noch nicht mehr Umsatz zwangsläufig. Ja, richtig. So, und jetzt kommt der Witz an der ganzen Sache. Dann ist es so, du brauchst dann noch so Steuerberater, dann brauchst du vielleicht irgendwie ein Büro, weil du willst ja irgendwie so ein Office haben, bla. Dann, da kannst du, da summieren sich so schnell nochmal 5.000 Euro zusammen, so schnell kannst du gar nicht schauen. Mhm. Du brauchst Software, du brauchst dann so, wenn du einen Online-Kurs hast für die Leute, zwar trotzdem mit Live-Calls, hast du einen Mitgliederbereich, den musst du irgendwie bauen, du brauchst Software zum Videodrehen, du brauchst eine Kamera, ja, du siehst ja hier, was glaubst du, filmt das Ganze hier gerade? Du brauchst so Mikrofone, brauchst Equipment. Dann hast du schon mal nochmal locker 5.000 im Monat, die mitlaufen. Dann bist du bei 15.000 Euro Kosten, ja, im Monat. Ja, und dann hast du aber immer noch niemanden, der Neukunden anruft, also Interessenten anruft und richtig. Sowas. Ne? Sondern so weit bin ich ja noch gar anrufen. Nicht. So weit bin ich ja noch gar nicht. Ja. Ich bin jetzt, du hast 50.000 Euro und hast aber 15.000, die monatlich schon mal mitlaufen. So, das heißt, nach das Adam Riese hast du genau 3 Monate, wenn alle Kunden brav bezahlen, okay, und pünktlich und auf einmal, dann hast du maximal 3 Monate Laufzeit. In diesen 3 Monaten musst du es schaffen, dir ein System aufzubauen, das dir mal mindestens 20.000 im Monat reinspült, damit für dich selber noch 5.000 brutto hängen bleiben, also 2,5 netto. Und dann frage ich dich jetzt, bist du für 2,5 netto, obwohl du 20.000 Euro Monatsumsatz machst, willst du dafür das Risiko von einer Selbstständigkeit haben? Natürlich nicht, oder? Ja, also nein, niemals. So. Und das ist das Ding, auf das ich raus will. Und das ist nur der Anfang. Dann irgendwann, wenn du 100.000 Euro Monatsumsatz machen willst, das schaffst du ja nicht alleine. Der einzige Grund, warum wir jetzt hier zu zweit, ungefähr, doch dieses Jahr, wir schaffen jetzt im ersten Jahr, schaffen wir 1 Million Euro Nettoumsatz. So, zu zweit. Der einzige Grund, warum wir das schaffen, ist, weil ich ein fucking Genie bin und weil meine Frau ein absoluter Profi ist und weil ich das seit 6 Jahren mache. Ich wollte gerade sagen, und weil wir da wirklich schon Erfahrung sammeln konnten einfach. Ne? Aber das schaffst du nicht, das schaffst du nicht am Anfang. So, heißt, long story short, um auf die ersten 100.000 zu skalieren, selbst wenn dir im Monat nur, sagen wir mal, dir bleiben 10.000 oder 20.000 Euro übrig, dann hast du 10.000 bis 20.000 Euro Gewinn. Hast du eine Ahnung, wie brutal das ist, wenn du 80.000 bis 90.000 Euro Fixkosten im Monat durchdrücken musst? Ja, vor allem, dann lass mal irgendwas schiefgehen, dann lass mal, sei mal krank. Ja, genau, sei mal krank. Also für 2 oder, Wochen, weiß ich nicht. Oder so Steuernachzahlung, mit der du nicht gerechnet hast. Du bist gefickt. So, das ist der Grund, warum man kein Business starten sollte. Jetzt kommen wir mal dazu, deine Ursprungsfrage. Warum verdient ein Closer so unverschämt viel Geld? Ja, ganz kurz noch, was mir da gar nicht so bewusst war, weil wir sind ja beide, oder ich zumindest, ich bin so in diesen ganzen digitalen Dienstleistungs-Coaching-Markt und so weiter, können wir gerne auch nachher nochmal drauf eingehen, wenn du erstmal noch was hast, aber
ich bin da ja irgendwie beruflich komplett reingestartet. Also mir kam es so ein bisschen vor, naja, das gibt's halt so. Es gibt halt einen Haufen digitale Dienstleistungen, es gibt Coaches, es gibt Agenturen, so diese ganze Blase, die war selbstverständlich irgendwie für mich. Aber das ist ja ein Markt, der in den letzten Jahren unfassbar gewachsen ist und der ja auch immer noch extrem wächst. Ja. Also auch deswegen, glaube ich, ist da einfach so eine hohe Nachfrage, ne, an Personal. Ja, voll. Also das Ding ist, die Coaches, die jetzt auch so skaliert sind, und übrigens, ich habe Respekt vor jedem, der das macht. Mhm. Also jetzt ohne Scheiß. Ich gehöre ja selber auch zu den Coaches, die was aufgebaut haben. Der Punkt ist aber, die brauchen Fachkräfte, weil ansonsten können die das Business ja nicht skalieren. Und der einzige Grund, wie man, oder der einzige Weg, wie man es schafft, ein Business super schnell von 0 auf 100.000 Euro Monatsumsatz hochzudrehen, ist nur über Marketing und Sales. Das sind die einzigen zwei Wege. Du brauchst jemanden, der extrem gut ist in Marketing, der dich da unterstützt. Und zweitens, du brauchst jemanden, der extrem gut darin ist, zu verkaufen. Also die Leads, die generiert werden, auch abzuschließen. Und das ist der Hochpreis-Closer. Mhm. So. Ja, genau. Und der Witz für dich als Hochpreis-Closer, und das ist der Grund, warum die so viel Geld verdienen, ist, dir persönlich kann es doch scheißegal sein, ob die Firma, wenn die 100 oder 200.000 Euro im Monat macht, sagen wir mal, die macht 200.000 Euro im Monat, dann kann es dir doch scheißegal sein, ob der Typ, dem die Bude gehört, 180.000 Euro Fixkosten durchdrücken muss. Das stimmt eigentlich, so habe ich noch gar nie gesehen. Ne? Das ist dem Closer völlig wurscht. Du kriegst ja sowieso dein Geld. Ja, du bekommst ja deine Provision. Mhm. Und der Joke ist, als Closer brauchst du wirklich nicht mehr als ein Handy und einen Laptop. Ja. Weil da, du brauchst keine Werbung schalten, du brauchst keine Mitarbeiter, du brauchst nicht mal eine Website, du brauchst gar nichts. So. Das heißt, als Closer werden sich bei dir, es werden sich keine Kosten häufen, auch nicht nach 2 Monaten oder nach 8 Monaten oder nach 14 Monaten. Ja, das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, dass du anfängst, irgendwie dir coole Sachen zu kaufen, ne? Dass du plötzlich nur noch Gucci trägst. Ja, aber das kannst du ja auch einfach lassen. Ja, das ist richtig. Also du brauchst es nicht. Oder auch so jetzt mit Uhren oder Autos, so, du brauchst es ja nicht als Closer, das interessiert doch eh keine Sau. Ja. Aber das meine ich, du hast keinerlei Kosten, um dein Closer-Business am Laufen zu halten. Weil wenn du, meinetwegen, wenn du freiberuflich arbeitest und du hast zum Beispiel jetzt 2 Auftraggeber und wenn du einen guten Job machst, dann arbeitest du mit denen ja super langfristig zusammen. Du musst ja selber dann keine neue Partnerakquise machen. Mhm. Also das ist der Grund, warum Closer so viel Geld verdienen, weil sie verhältnismäßig zu jemandem, der jetzt quasi in Anführungsstrichen ein richtiges Business hat, verhältnismäßig machen die sehr wenig Umsatz mit ihren 10.000, 20.000 Euro Provision. Die haben aber keine Kosten. Mhm. Und das ist literally der einzige Grund, warum Closer so viel Geld verdienen. Mhm. Weil sie ausschließlich Profit machen. Mhm. Ja, und ich habe schon auch den Eindruck, weil einfach in dem Markt Personal nicht gerade auf Bäumen wächst. Ne? Nee. Also das ist schon wirklich einfach nicht gerade im Überfluss vorhanden. Gutes Personal. Mir hat heute ein Kunde geschrieben, hey Konstantin, wir sind das eigentlich, wenn jetzt ein Anbieter so viel Geld im Monat ausgibt, um Leads einzukaufen für Werbung, ja? Mhm. Weil, nochmal zum Verständnis, du weißt es ja, aber falls jemand nicht weiß, die Leads, also quasi die Kundenanfragen, die musst du ja nicht organisieren, sondern das macht ja der Coach, der schickt die dir dann, ja, kostenlos. So, jetzt hat mein Kunde heute gefragt, so, ja, aber Konstantin, wissen das? So, da hat ja der Anbieter ein extremes Risiko, wenn der Closer mit den Leads nicht vernünftig arbeitet, wenn der einen schlechten Job macht. Ja, hat er ja auch, oder? Ja, richtig, dann habe ich gesagt, herzlichen Glückwunsch, du hast verstanden, warum Coaches nur Closer nehmen, die eine seriöse und solide fundierte Ausbildung haben, also nur Fachkräfte, weil sie sich darauf verlassen können, dass die wissen, hey, ein Lead, der wächst nicht auf einem Baum, sondern irgendjemand hat dafür 100, 200, 500 Euro bezahlt und geht damit vernünftig um. So, deswegen kannst du es vergessen, wenn du glaubst, du kannst irgendwie ohne Ausbildung an eine geile Closer-Stelle kommen, vergiss es. Das ja, nee, kannst du ja in irgendeinem anderen Job auch nicht. Ja. Also ich kann ja jetzt auch nicht in irgendein Krankenhaus gehen und sagen, hallo, ich würde gerne als Krankenschwester arbeiten. Werden die wahrscheinlich sagen, ja, danke fürs Angebot. Ja. Wo ist deine Ausbildung? Ne? Also, außer du bist Leonardo DiCaprio in Catch Me If You Can. Dann geht schon, okay. Aber dann bist du halt ein Hochstapler und ein verdammter Krimineller. Ja, also jetzt wir reden mal von legalen Wegen, ne? Ja, also der Punkt ist tatsächlich, ich als Anbieter zum Beispiel, ja, weil ich kaufe ja auch Leads ein. Schau mal, ich gebe im Monat 20.000 Euro von meinem eigenen Geld aus für Werbeanzeigen. Ja, jeden Monat 20.000 Euro. Ich gebe doch meine Leads nicht an irgendeinen Volltrottel, der keine Ahnung von Closing hat. Also ich bin doch nicht bescheuert. Ich rekrutiere auch ausschließlich Leute, die in meiner Ausbildung waren zum Beispiel. Ausschließlich. Ja, weil es ja auch wie in jedem anderen Markt auch ist. Ne? Es gibt viele, die das irgendwie behaupten zu können und viele, also es ist wirklich wie in jedem anderen Markt auch, es ist wirklich schwierig an gut qualifiziertes Personal zu kommen, die dann auch wirklich langfristig eine gute Leistung abliefern. Ja. Ne?
So, und du musstest ja, das ist jetzt auch so ein Punkt, das checkt aber keiner am Anfang. Eine langfristige Zusammenarbeit hat ja auch was Geiles. Wir hatten jetzt zum Beispiel, heute ist jetzt der 2. Juni. Gestern war quasi der 1. Juni, logischerweise nach Adam Riese. Und wir hatten einen relativ geilen Monat im Mai. Ja, also gute sechsstellige Umsätze, also auch logischerweise sehr, sehr hohen fünfstelligen Profit. Also ist gut was hängen geblieben. Und dann habe ich halt zum Beispiel zu meinen Closern, habe denen eine Nachricht geschrieben, habe gesagt, hey, brauchst du irgendwas? Ich würde dir gerne irgendwas schenken, so weil du einen guten Job gemacht hast. Ja, da einer hat jetzt ein MacBook bekommen, AirPods. Der andere hat was anderes Technisches bekommen. Kann ich jetzt nicht sagen, was es genau war. Aber so davor gab es auch hier ein iPhone, da ein iPhone. So einfach, ich schenke denen einfach geile Sachen, weil... Ja, man ist ja auch dankbar einfach, wenn man gute Leute hat, wo man weiß, hey, man kann sich auf die verlassen. Ja. Die machen einen guten Job. Man muss auch nicht jeden Schritt, weiß ich nicht, klein überwachen, sondern kann auch einfach mal ein bisschen Vertrauen reinsetzen. Das ist super viel wert. Und das sind, wie du es gesagt hast, das sind professionelle Fachkräfte, die Leute, die bei mir ausgebildet werden, die mit mir arbeiten. Und Entschuldigung, dann ist es für mich auch völlig in Ordnung, den mal für einen Tausender irgendwas zu schenken zum Beispiel. Ja, das war das, was ich vorhin noch sagen wollte. Für gutes Personal sind Firmen ja auch wirklich bereit, gutes Geld zu zahlen, weil das ja auf beiden Seiten Mehrwert bringt. Also der Closer verdient dann gutes Geld. Ja. Es ist wirklich wie in jeder anderen Branche. Man ist dankbar oder Firmen sind dankbar für gutes Personal, die dann wirklich auch einfach Geld natürlich wieder in die Firma reinbringen. Und dann ist es auch gerechtfertigt, dass die natürlich selber einfach gut verdienen, ne? Und sind Firmen natürlich auch gerne gewillt. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, den du gerade angesprochen hast, warum Closer so unverschämt viel Geld verdienen. Willst du wissen, wie man richtig reich wird? Also du weißt es wahrscheinlich schon, aber ich sag's trotzdem. Willst du es wissen? Ja, ich weiß nicht, worauf du raus willst. Fang mal bitte an. Indem man andere Leute reich macht. Du wirst nur reich, indem du andere Leute mit emporziehst. Mhm. Und meine Closer machen mich reich. Ja, absolut. Und deswegen, dann bist du ja gerne auch bereit, sie reich zu machen. Richtig. Das ist ja Win-Win-Win eigentlich, ne? Korrekt. Plus, es werden sogar noch Kunden, witzig eigentlich, ne? Da werden wirklich alle im Bunde reich, im Sinne von die Kunden, die du ausbildest, deine Closer und du. Also das ist Win-Win-Win, da verliert am Ende keiner. Ja, also das ist der Punkt, ich mache meine Closer reich, weil ich ihnen erkläre, wie sie closen. Mhm. Und im Anschluss machen sie mich reich, weil sie für mich eine riesengroße Summe jeden Monat erwirtschaften, die bei mir in meiner Tasche hängen bleibt. Ich habe heute ein bisschen Steuern zurückgelegt, aber... Gott, hab's hatten wir schon einen kurzen Nervenzusammenbruch. Ja, weil mich das ist, aber weißt du, Steuern zurücklegen ist wie so ein Pflaster, ne? Das musst du einmal so einfach einmal abreißen, dann ist gut. Ich habe heute mit einem Kollegen von mir telefoniert, der heute auch tatsächlich lustigerweise Steuern zurückgelegt hat, so für Ende des Jahres. Aber ist alles kein Problem. Aber wie gesagt, du wirst nur außerordentlich finanziell erfolgreich, indem du andere Menschen außerordentlich finanziell erfolgreich machst, weil das ein großes Problem ist, das du löst. Und genau das tun Closer. Sie machen andere Leute extrem reich, aber durch diesen extremen Reichtum, den sie jetzt in Anführungsstrichen bei einem Anbieter schaffen, kriegen sie einen sehr, sehr großen Teil davon ab. Mhm. Und wie gesagt, jetzt für alle, die sich überlegen, soll ich ein eigenes Business machen? Ich habe dir gerade gesagt, was da auf dich zukommt und das war jetzt ungefähr die Spitze des Eisbergs, durch welche Täler der Tränen du durchsterben musst, um irgendwann mal, blöd gesagt, dir so eine Suite hier leisten zu können, ganz entspannt für ein Video. Kann ich im Übrigen ganz kurz nochmal so als Ehefrau von einem, der das selber gemacht hat, der selber sich ein Business mit mittlerweile wirklich erfolgreiches Business aufgebaut hat, zu 100% bestätigen. Es ist wirklich Irrsinn. Also ganz ehrlich, hast du selber vorhin auch schon gesagt, Riesenhut ab vor jedem, der das macht und vor jedem, der da durchzieht und vor jedem, der sich einfach nicht in die Knie zwingen lässt von dem ganzen Irrsinn, der da auf einen zukommt, aber du hast jetzt, glaube ich, einen Bruchteil von dem erzählt. Also das kann man sich nicht vorstellen. Alleine, so du wirst auch nicht ohne Panikattacken erfolgreich. Wie oft ich einfach tagsüber random auf dem Parkplatz gekotzt habe, weil ich solche Existenzängste hatte. Weil, wie gesagt, wenn du im Monat halt, keine Ahnung, 80.000, 90.000 Euro Fixkosten durchdrücken musst und es ist der 25. des Monats und du hast erst 50.000 Euro erwirtschaftet, ja, denkst du, scheiße, ich habe jetzt noch ein paar Tage, um 50.000 Euro aufzutreiben, viel Spaß. So, das musst du halt erst aushalten. Wenn dir das in den ersten paar Jahren passiert, dann machst du dir die Hosen voll. Ja, und das ist ja nicht alles. Du kriegst ja auch Gegenwind von der Konkurrenz, wenn du dann mal auf dem Level bist. Dann ja, voll. Du hast recht. Abmahnungen und Zeug, alles, also alles. Alles. Ich hab, volle Breitseite. Wir haben da vor kurzem ja drüber gesprochen. Ich habe einen ehemaligen Schulkameraden, der hatte so ein traditionelles Business, ich glaube ein Hotel oder Wirtschaft oder keine Ahnung, der Insolvenz anmelden musste.
Ja, weil es ging, ich meine, eine Gastroszene ist einfach tot jetzt seit der Krise und alles. Und der hat sich halt gerade... Ja, das war halt auch wirklich mieses Timing einfach. War scheiß Timing trotzdem, ne? Der musste Insolvenz anmelden, ein Riesendrama. So, sein Traum ist einfach zerplatzt, so in meinem Alter, der Kerl. Und da habe ich halt auch so von ein paar Seiten gehört, die sich daran drüber lustig gemacht haben und so. Und ich meine, ich habe jetzt mit dem kein besonders gutes Verhältnis so. Ich habe auch keine Meinung zu ihm. Er ist mir eigentlich offen gestanden auch scheißegal. Mhm. Wir kennen uns noch von früher halt sehr, sehr gut, haben uns jetzt 10 Jahre nicht mehr gesehen. Ich habe eben nur ich habe eine WhatsApp bekommen von jemandem anders, wo er mir diesen Insolvenzverfahrens-Ding da geschickt hat, im Sinne von, haha, guck mal, der hat jetzt Insolvenz angemeldet. Eigentlich übel fies, ne? Ja, wo ich auch gesagt habe, was bist du für ein Arschloch? Ja. So, hast du eigentlich eine Ahnung, was das für jemanden bedeutet, wenn der Traum so zerplatzt? Das sage ich sogar, obwohl ich den, bei dem das passiert ist, ich kann ihn nicht besonders gut leiden, aber da... Ja, aber der hat sich was getraut und ich finde, dazu gehört ein Haufen... Richtig. Da gehört was dazu und ich finde, das hat Respekt verdient. Absolut. So oder so, egal jetzt mal, in welchem Verhältnis du der... Aber das meine ich mit, du musst auch, wenn du ein Business startest, musst du auch mit sowas umgehen können, dass einfach scheiße läuft, dass du irgendwie blödes Timing hast, bla bla bla. Was ich von einem Offline-Geschäft halte, sei jetzt mal dahingestellt, aber... Ja, aber es kann dir ja genauso online passieren, also das ist ja auch nichts anderes. Stimmt, du hast recht. Es kann genauso scheiße laufen. Aber der Punkt ist halt, worum es mir eigentlich geht, was ich damit eigentlich sagen will, ist, als Closer hast du diesen Stress nicht. Du kannst nicht insolvent gehen, weil du faktisch halt einfach keine Kosten hast, okay? Ja, Schlimmste ist eigentlich, was passieren kann, dass du halt mal einen Monat nichts verdienst, ne? Ja, aber warum sollte man einen Monat, alleine aus Statistik, wenn du in einem Monat, sagen wir mal, pro Woche 20 Closing Calls hast, 20 Termine pro Woche, sind 20 Stunden pro Woche Arbeit. Ja. Egal, ob du Fieber hast, ob du krank bist, ob du... Das stimmt eigentlich, das kriegt man echt immer hin, selbst, ne? Selbst wenn du dir das Bein gebrochen hast, kannst du noch telefonieren. Ja. Ich hab mit einer Mandelentzündung, wo ich nicht mehr sprechen konnte, während einem Beratungstermin, wo mir nach einer halben Stunde die Stimme kaputt gegangen ist, habe ich noch 18.000 Euro Umsatz geclosed. Das war vor 3 Jahren. 18.000 geclosed, obwohl meine Mandeln so fett waren. Ich sag nicht, dass du es machen musst. Ich sag nur alleine aus Statistik. Ich dachte mir gerade Gesundheitstipps, gucken wir mal. Nein, was soll ich machen? Ja, aber ich meine es ernst mit dem Closing. Aber, ja, es ist möglich. Selbst wenn du nur ein Drittel von diesen 80 Terminen, die du dann im Monat machst, nur ein Drittel abschließt, was 30%, was, da macht meine Oma, da macht unser Hund mehr Umsatz. Da, selbst davon kannst du doch Bombe leben, dann verdienst du immer noch 5-6.000, das passt doch. Ja, stimmt schon. So, also. Ja, zusammenfassend, warum verdienen Closer viel Geld? Weil sie an der Quelle sitzen, weil es ein Riesenmarkt geworden ist in den letzten paar Jahren und einfach auch das Personal noch nicht so vorhanden ist. Und weil sie keine Kosten haben. Und weil sie noch keine Kosten haben, ja genau. Und weil das Personal händeringend gesucht wird, aber Fachpersonal, wie du gesagt hast, jetzt nicht irgendwelche Dullis, die auf Instagram sich so ein Profilfoto von einem Lambo holen und dann in irgendeiner Jogginghosenausbildung waren, sondern halt wirklich... Nein, fleißige Leute. Fleißige Leute. Fleißige Leute, die sich auf ihren Hintern setzen und die was tun. Genau. Ja, also das ist der Punkt. Ja, ja, cool. Alright. Ja, Mensch, hey, jetzt für euch, die da zuhören, wenn ihr sagt, das klingt irgendwie spannend und ich mag da jetzt ein bisschen mehr drüber wissen, wo ihr auf jeden Fall mehr Infos findet, Punkt 1, abonniert unseren YouTube-Kanal bitte, folgt uns auf Instagram, folgt uns auf TikTok logischerweise, das wird ja auch, falls ihr das in der Videoversion anschaut, irgendwo eingeblendet. Ansonsten packen wir die Links auf jeden Fall in die Podcast-Beschreibung. Folgt uns dort, da findet ihr einen Haufen Infos, da findet ihr auch natürlich Anleitungen, wie wird man überhaupt Closer, was kann man da eigentlich so machen, was sind die Möglichkeiten, die einem auch offen stehen, wie findet man dann Partnerbetriebe etc. pp., wie läuft eigentlich so eine Ausbildung ab und wenn du dich wirklich mal informieren willst, auch vielleicht in einem kurzen Gespräch mit dir, mit dem Konstantin, www.hochpreis-closer.de, da kann man sich, wenn man ganz flott ist, auch direkt einen Termin buchen, kann dann mal kurz mit dem Konstantin oder mit einem unserer Mitarbeiter sprechen und kann sich da einfach mal ein bisschen drüber informieren. Freuen wir uns natürlich immer sehr. Letztes Wort würde ich an dich übergeben. Ja, melde dich. Du kannst nur gewinnen, weil das einfach eine Welt voller Profit ist. Es ist dumm, das nicht zu machen. Du musst deinen Job nicht kündigen. Du brauchst keinerlei Vorkenntnisse. Wir bringen dir alles bei. Melde dich einfach. Und hör auf, jetzt hier irgendwie die ganze Zeit YouTube-Videos zu suchten. Beweg deinen Arsch. Komm in die Pötte und melde dich jetzt. www.hochpreis-closer.de. Volles Rohr jetzt. Abflug. Ganz kurz, weil du das jetzt noch angesprochen hast. PS. Das ist noch das mit dem Job angesprochen, dass man den nicht mehr kündigen muss. Also das ist eigentlich, mir ist es gerade noch mal bewusst geworden, wie wenig Risiko man da eigentlich hat, weil du das ja sogar neben Hauptjob machen kannst. Ja, du bist dumm, wenn du es nicht machst. Du bist dumm. Je öfter wir darüber reden, je öfter wir darüber reden, desto öfter denke ich mir,
wieso arbeite ich eigentlich? Ja auch schon mal. So, wieso mache ich eigentlich meinen Job? Lea, mir geht's ja, es ist ja so, mir ist doch scheißegal, ob du die Ausbildung bei mir machst oder woanders. Du musst sie, wenn man mich nicht leiden kann, gut, dann würdest du den Podcast nicht so weit gucken. Aber das ist ein Punkt. Dann geh woanders hin. Ist mir, aber mach was. Nicht immer, oh, YouTube und da ein bisschen und auch wäre so schön. Nein, Mann, mach was. Das ist der Punkt, worum es mir geht. Und dann ist okay, wie gesagt, du musst dich bei mir machen, aber mach was. Und ich meine das echt ernst. Ja, ey, und es gibt so viele Möglichkeiten. Es ist wirklich schade, absolut, die nicht zu nutzen. Ja, gut. Stimmt, gut. Deckel drauf, geh mal was essen hier. Yes, alright. Ihr Lieben, bis zum nächsten Mal. Peace. Ciao.